gerade auf dem Parkett. Wir haben Sonnenschein an den Märkten. Und am Dienstag hatte ich dir die Strategie ja schon vorgestellt. Und gerne kannst du das Video hier oben nochmal finden, warum es eben vor dem großen Verfall tendenziell an den Märkten nach oben geht. Aber wie lange die Sonne da noch scheint und ob uns vielleicht bald Regen bevorsteht, das möchte ich in dem kurzen Video heute erklären. Denn was ich mir angeschaut habe, das hat mich ein bisschen erschrocken. Denn einige makroökonomische Indikatoren machen mir etwas Angst. Und auf die möchte ich kurz hinweisen. Und eine Sache, die ist auch gar nicht in der deutschen Presse zu finden, sondern nur in der amerikanischen, die hat mich wirklich schon stark verwundert. Und die zeigt auch so ein bisschen, wo vielleicht das böse Erwachen bei dieser ganzen Neuverschuldung passieren kann. Und dass diese Probleme tatsächlich schon real sind und dichter, als man vielleicht glaubt. Deswegen heute eher mal der Blick in die langfristige Glaskugel, eher die Dinge, die mich eben makroökonomisch zum Thema Wachstum und Stress im Finanzsystem gerade etwas umtreiben. Und ihr wisst ja auch, Verfallstage, gerade im großen Verfall, sind ja häufig Wendepunkte. So war es ja auch im März, am 20. März ist ja entsprechend hier der große Verfall gewesen. Am 23. hatten wir das Aktienmarkttief und dann ist der DAX ja um über 55% gestiegen und das gerade mal in 53 Tagen. Und vielleicht haben wir jetzt auch wieder einen großen Wendepunkt durch den Verfall. Was schauen wir uns hier an im Hintergrund? Das ist ein ganz bekannter Index. Das ist der Kansas City Financial Stress Index. Den hatte ich bei YouTube schon vor einem Jahr mal vorgestellt. Ein Index, den ich mir regelmäßig angucke und der eben hier wöchentlich Updates hat. Er ist von zwei Professoren entwickelt worden und wird eben auch durch die Kansas City Fed regelmäßig genutzt, um die eigene Geld- und Zentralbankpolitik zu steuern. Und man merkt ja, dass die Zentralbanken nach wie vor trotz der Bewegung an den Aktienmärkten, trotz der scheinbaren Erholung auch in den Makrodaten, man geht ja mittlerweile davon aus, dass wir im April das Tief gesehen haben, was den Zyklus angeht, nach wie vor sehr aggressiv sind in ihrem Wording und eben auch bereit sind, deutlich mehr zu machen. Ein Beispiel heute ist eben die Zentralbank in Brasilien, die zum 9. Mal in Folge Zinsen gesenkt hat um 75 Basispunkte und aktuell bei 2,25 rentiert. Das ist natürlich für ein Emerging Markets Land völliger Schwachsinn. Denn dem Land wirst du von außen kein Geld mehr leihen und das Land hat massive Probleme, nicht nur durch Covid-19, sondern auch durch die Politik. Aber das gehört hier nicht her, das schweife ich ab. Ich will nur sagen, global gehen die Zinsen brutal nach unten, sind es natürlich schon. Und momentan machen die Zentralbanken wirklich viel dafür, dass es eben auch nicht den Anschein macht, dass es die falsche Entscheidung ist, weil sie wollen Vertrauen entsprechend im System aufrechterhalten. Und deswegen ist es spannend, sich hier mal den Financial Stress Index anzuschauen, auch von der technischen Warte her und so ein bisschen die historische Brille mal zu beleuchten. Ich bin ja schon detailliert darauf eingegangen, was in diesem Index abgebildet wird, deswegen nur ganz kurz. Im Wesentlichen sind es drei Komponenten, die dieser Index hier misst. Das eine ist die Unsicherheit der Anleger generell, also das, was man als Sentiment beschreiben kann. Das nächste ist eben, wenn Geld in Qualität reinfließt. Hauptsächlich wird es hier durch die Anleihenindizes gemessen und eben auch, wenn man Liquidität sucht. Also die Frage ist, ist die Straße ängstlich, sucht die Straße Qualität und braucht man gerade Liquidität? Und hohe Werte über der Null sagen eben hier Financial Stress voraus. Das bedeutet eben, dass hier tatsächlich Stress im System ist. Werte unter der Null, wie wir das eben lange hatten, hier damals mit der Euro-Peripherie-Krise gab es eben diesen Stressausschlag. Dann hatten wir hier den zweiten Anlauf der Euro-Krise, da gab es auch nochmal den Stressanschlag. Dann hatten wir ja 2018 im vierten Quartal die Aktien extrem weit unten. Damals ist ja auch die Geldpolitik gedreht. Und hier waren wir im Stressniveau nicht mal über diesem Nuller-Level, das ist auch spannend. Die Aktienmärkte zur Erinnerung waren damals deutlich tiefer als zum aktuellen Stand. Und momentan sehen wir eben den Financial Stress im Ausschlag. Wir haben natürlich hier eine sehr starke Bewegung gehabt, gerade mit dem März, haben natürlich auch die Beruhigung, die natürlich auch mit den steigenden Aktien und den geringeren Credit Spreads einhergeht, was eben die Zentralbanken und die Regierungen ja wollten. Und man sieht aber auch, wir sind hier auf dem Niveau von 2011. Wir sind eben noch deutlich über dem Stressniveau von 2018 und auch 2016. Und das ist charttechnisch hier nicht ganz uninteressant, denn wenn ich mir das mal wirklich anschaue, dann müsste ich eben sagen, dass wir hier irgendwo in diesem Bereich vielleicht konsolidieren, aber dass wir hier eben schon ein ganz anderes Regime haben durch das Covid-19 und damit eben die Stresssituation nicht so schnell aus dem Markt verschwinden wird, weil wir weniger Wachstum haben, weil wir eine viel höhere Verschuldung haben und weil all diese Themen eben momentan sehr stark im Markt rumwabern. Und wenn dich diese Themen interessieren und auch mehr Details dazu, melde ich gerne unter dem Video kostenlos fürs Webinar am 2. Juli live um 19 Uhr an, auch mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Und dann gehe ich eben mit vielen Folien nochmal mehr auf diese makroökonomische Situation ein und kann eben auch besser in die Hintergründe schauen als mit diesen kurzen Videos bei YouTube. Also wenn du Lust hast auf eine Stunde kostenlose Finanzbildung vom Portfolio-Manager, melde dich gerne an. Und ich hatte ja einen Chart noch versprochen, der so ein bisschen auf den Regen hindeutet und auch zeigt, dass die Sonne vorbei ist. Und da bin ich selber, wie gesagt, sehr erschrocken, weil das findet man nicht in der deutschen Presse und das ist auch etwas, was mir wirklich Angst macht. Und was ich dir zeigen möchte, ist hier eine amerikanische Webseite. Ich werde sie dir nicht vorlesen, keine Sorge, sondern ich gehe nur kurz auf die Bilder ein. Und du siehst nämlich hier die Finanzierungssituation im Staat Illinois. Illinois, musst du wissen, ist einer der Staaten, der wirklich Probleme hat, sich zu refinanzieren. Es ist also ein hochverschuldeter Staat. Ähnlich wie in Deutschland auch, gibt es ja neben der eigentlichen Staatsverschuldung, also bei uns in Deutschland durch den Bund getrieben, auch die einzelnen Länder, Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Berlin, die eben auch einzelne Länderanleihen ausgeben. Und es ist normal, dass diese Länderanleihen etwas höher rentieren als die Staatsanleihen, als die Bundesanleihen. Wir haben in Deutschland so ein Pickup von 25 bis vielleicht 75 Basispunkten, die diese Staatsanleihen dann günstiger sind als diese Länderanleihen, wo natürlich Bremen oder Berlin mit ihrer hohen Verschuldungssituation auch sich zu etwas teureren Konditionen verschulden müssen, als zum Beispiel der Staat Bayern oder Baden-Württemberg, denen es eben historisch einfach ein bisschen besser geht. In Amerika ist das ähnlich. Alle 50 Staaten haben eben neben dem allgemeinen Staatsverschuldungsbudget auch ihr eigenes Budget, wo sie sich eben auch mit verschulden. Und natürlich geht man immer davon aus, dass im Zweifel der Staat, also ganz Deutschland, für die einzelnen Bundesländer einspringt. Genauso ist es in Amerika auch. Man geht irgendwie davon aus, dass eben die einzelnen Staaten auch nicht durch, also die einzelnen Bundesstaaten nicht durch den Gesamtstaat fallen gelassen werden, dass man eben nicht so schnell hier in eine Insolvenz reinkommt. Trotzdem hat man beobachtet, in den letzten Monaten ist Illinois in der Neuverschuldung auf Junk-Level abgerutscht. Sie sind eben hier, was die Kosten angeht, auch wenn sie noch kein Junk-Rating haben, sind sie eben extrem teuer. Bedeutet also, dass man fünfmal so viel Zinsen geben muss, den Kapitalgebern, die eben hier Geld in den Staat anlegen, wohlgemerkt in einen Bundesstaat aus den USA, um eben tatsächlich das Geld zu bekommen. Und das liegt zum einen natürlich an dem Covid-19-Virus, was diese Tendenz hier nochmal verstärkt hat. Es liegt aber unter anderem auch an der schlechten Politik, die hier tatsächlich in Illinois betrieben wird. Könnte man sagen, naja, das ist ja nicht so wirklich wichtig. Aber wenn die Märkte irgendwann den Ausfall eines Bundesstaates einpreisen, das sieht man hier ganz schön, dann muss man sagen, dann hat das schon auch Bedeutung für die Gesamtsituation. Weil da frage ich mich schon, wenn jetzt einzelne Bundesstaaten tendenziell in den Ausfall gehen könnten, kann es nicht auch mal die Gesamtschuldenhaft betreffen? Und wir haben hier immerhin ein dreifach B-Rating noch. Wir sind also hier noch im Investment Grade. Und trotzdem sind eben hier diese Zinsen so stark angestiegen. Wir hatten das eben hier schon mal im Jahre 2016 und 17. In der Aktienkrise ist es lustigerweise nicht passiert. Aber momentan mit der Covid-19-Krise, wo eben Illinois auch wirklich große Probleme hat, sind eben die Spreads hier massiv angestiegen und die Kosten für Neuverschuldung, die man leider braucht, weil man eben viele finanzielle Probleme hat, die sind extrem weit nach oben gegangen. Und es liegt daran, dass eben hier das Pensionssystem, was für viele Amerikaner sehr, sehr wichtig ist und ungefähr so bedeutend wie bei uns in Deutschland die Rente, das ist einfach pleite. Also Pensionäre können nicht ausgezahlt werden. Man muss hier Neuverschuldung eingehen und man ist historisch auch mehr als in Deutschland in Aktien investiert, kann jetzt auch ein bisschen von dem Aktienanstieg wieder profitieren, aber man hat ein Problem, denn man kann hier nicht alle Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren bedienen. Auf der anderen Seite musste man eben als Staat hier deutlich die Steuern erhöhen, um eben neue Staatseinnahmen zu generieren und das hat eben viele Bürger auch abgeschreckt. In Amerika ist ja eine andere Mobilität, deswegen sind eben sehr viele Bürger auch aus Illinois zu anderen Staaten abgewandert, gerade die gut ausgebildeten und das führt eben dazu, dass man hier tatsächlich im April auch den Bundesstaat Illinois als Bundesstaat hier tatsächlich ein Bailout haben wollte von den USA. Man wollte also hier gebailed out werden. Ist dann auch nicht so gekommen, weil das natürlich auch alles immer Geld kostet. Und da sieht man eben hier in dieser Verschuldungskarte auch, wie stark dieser Staat leidet. Und das zeigt mir eben, wenn ein ganzer Bundesstaat mit vielen Millionen Einwohnern eben hier mit einem richtigen Haushaltssystem, mit einer Infrastruktur, natürlich nicht zu vergleichen mit den Bundesstaaten. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das nächste Bremen oder Berlin, was hier ansteht, aber ich sehe einfach, das ist doch ungewöhnlich, wenn jetzt hier am Kapitalmarkt diese Ausfälle gepreist werden und wenn ich das mit dem Financial Stress Index von der Kansas City Fed vergleiche, dann muss ich sagen, dann sind es natürlich auch diese Sachen, die den Index nach oben treiben. Das sind diese ganz kleinen Mosaikstücke,
die eben vielleicht nicht immer ganz in vorderster Front in der Presse stehen. Aber das sind diese Entwicklungen am Anleihenmarkt, die mir ein bisschen Sorgen machen, auf die ich auch gerne hinweise und weswegen ich eben auch einen Sommer-Winter-Effekt gerade in diesem Jahr immer noch sehr ernst nehme, weswegen ich eben auch nicht im Investment strukturell langfristig in den nächsten 6 Monaten von deutlich steigenden Aktien ausgehe. Und wenn dich eben mehr so Details interessieren, mehr der Blick vom großen Geld und mehr eben auch die Idee, was wirklich hinter den Kulissen passiert, also weg von den Charts, wirklich rein in die Makroökonomie, was ich mir da anschaue, was ich beachte und was vielleicht auch für dein Investment und Trading wichtig sein kann, dann melde dich gerne unter dem Video zum Webinar an, vielleicht das letzte Webinar, ich weiß nicht, wie oft ich die dann noch im Sommer halten möchte. Ich werde auch ein bisschen mehr Sommerpause machen und das Leben auch mal genießen, gerade wenn es eben an den Aktienmärkten tendenziell runtergeht, muss man ja nicht so viel mit der Börse sich beschäftigen, wenn man eben viel in Kasse hat und in Anlage- und Investmentstrategien, die eben auch von fallenden Kursen profitieren. Also wenn du magst, melde dich gerne nach unten, melde dich gerne unten zum Live-Webinar an, die Plätze sind auch begrenzt, guck dir gerne weiter den Kanal an, abonniere vor allen Dingen die Videos, teile vielleicht auch die Inhalte, das würde mich freuen und ich finde es auch mal spannend, wirklich Dinge zu präsentieren, die nicht jeden Tag in der Presse sind und wenn du es auch magst, schreib mir gerne in die Kommentare, dann kann ich da gerne auch mehr diese Dinge zeigen, die mich wirklich hier in dem Fall auch sehr verwundert haben.